Mein Name ist Martin Stock und ich bin Filmkomponist. Ich würde Sie jetzt als erstes mal fragen, freuen Sie sich schon? Sehr. Okay. Und haben Sie die Zauberflöte irgendwann schon mal angeschaut, also als echte Oper in der Oper? Es ist, glaube ich, richtig lange her, da war ich ein kleiner Bub. Aber dadurch, dass ich mich mit dem Film beschäftigt habe und auch mitgearbeitet habe, kenne ich sie jetzt ganz gut. Okay. Und was erwarten Sie sich so? Also wie könnte die Musik eingebaut sein oder die Handlung? Da kann ich dir ziemlich genau was sagen, weil ich die Filmmusik geschrieben habe. Das ist eine Mischung aus Fantasy-Musik und natürlich der fantastischen und genialen Musik von Mozart. Es sind Teile von Mozart, die man so ganz wichtige, die man kennt, ganz tolle Arien. Wir haben ganz, ganz tolle Sänger und Sängerinnen. Und dann gibt es auch natürlich Filmmusik. Und das ist mit dem gleichen großen Orchester von dem Mozarteum, Salzburg Orchester. Und ich hoffe, das wird ein ganz, ganz großer Kinospaß für Jüngere und Ältere. Okay, also ist es auch was für Opernfans? Auf jeden Fall. Da sind ganz, ganz tolle Opernsänger drin. Die Königin der Nacht wird gesungen von Sabine Devilliers, eine französische Sängerin. Ganz, ganz, ganz tolle Stimme. Der Sarastro von Maurice Robinson aus New York. Ich weiß nicht, ob er heute Abend hier ist. Ein ganz, ganz toller Sänger. Ganz, ganz viele noch unbekannte Stimmen und ganz junge Stimmen, sodass man den Text auch toll versteht. Ich glaube, es wird ein großer Spaß. Okay. Und wie ist das mit der Magie? Also da wird ja auch ganz viel Magie eingebaut. Wie haben Sie denn das gemacht? Und glauben Sie überhaupt an solche Sachen? Also das ist natürlich eine Sache, das lassen wir einfach mal so unbeantwortet stehen. Das ist einfach Zauberei oder Magie, die in der Zauberflöte drin vorkommt. Da möchte ich aber auch jetzt nichts spoilern und verraten, bevor du dir den Film angeschaut hast. Sonst würde ich jetzt erzählen, irgendein Effekt oder irgendetwas. Das schaut sich am besten jeder selber an. Okay, vielen Dank. Sehr, sehr.